Sartoris und bin eine begeisterte Gästeführerin hier im Natur- und Geopark Vulkaneifel. Ganz besonders am Herzen liegen mir die Vulkane. Hier stehen wir an einem wunderbaren Vulkan am Pulvermar. Besonders schön ist es, wenn ich hier morgens und oft auch vor der Arbeit einfach noch mal eine Runde drehen kann. Es ist einfach traumhaft, wenn man hier diese Ruhe erlebt, dieses Zwitschern der Vögel, das Bäumerascheln und dann natürlich, wenn man diesen Blick auf das Mar hat, wenn sich dann schon die Sonne da drin spiegelt. Mare entstehen, wenn Magma nach oben steigt. Beim Aufstieg nach oben trifft das Magma auf wasserführende Schichten. Das Dachgestein bricht zusammen, es bildet sich also ein Trichter in die Erde hinein. Ein Marwall mit diesen Marablagerungen. Ist aber jetzt der Boden so abgedichtet, dass immer noch nachfließendes Grund- und Regenwasser sich in diesem Trichter sammeln können, dann entsteht im besten Fall ein wassergefülltes Mar. Hier sind wir am Pulvermar, aber das ist nicht das einzige Mar, was wir haben. Hier bei uns in der Vulkaneifel gibt es an die 80 Mare, aber nicht alle sind mit Wasser gefüllt. Es gibt 12 und darüber hinaus noch ganz viele Mare, die jetzt im Verlandungsstadion sind, wo auch Hochmoore sind. Aber die meisten Mare, die sieht man einfach nicht, wenn man die Geologie nicht kennt oder noch nicht versteht. Man kann hier am Pulvermar natürlich ganz viel unternehmen. Das ist einmal Schwimmen. Wir haben diese wunderschöne Badeanstalt hier. Dann sind die Boote da, einmal Paddelboote, dann sind es Tretboote. Aber natürlich auch zum Wandern lädt sich das wunderbar ein. Dieser tolle Mischwald, diese alten Buchen, die dort stehen. Das ist einfach wunderschön, die Natur zu genießen. Und da ist es egal, welches Wetter wir haben und welche Jahreszeit gerade da ist. Es ist einfach traumhaft, hier um unsere schönen Mare und auch besonders hier um mein Pulvermar herumzuwandern.